So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben heute eine kleine Fußball- und Frisbee-Challenge. Und ich würde sagen, heute ist dabei Jorik. Und zwar haben wir heute eine kleine Fußball-Tennis-Challenge, wie ich das gerade schon gesagt hatte. Wir gegeneinander. Du kannst im Fußball ein bisschen was, würde ich sagen. Kriegst den Ball auch, denke ich mal, übers Netz. Wenn er außerhalb der Linie aufkommt, Punkt für den Gegner. Anstoß ist von da hinten. Einmal hochwerfen, rüberschießen. Fällt man einmal, dann ganz einfach. Ist noch einmal und dann, wenn man es nochmal fällt, ist Punkt für den Gegner. Wir machen 2,50 Zeit, dann machen wir Seitenwechsel nochmal 2,50 und dann springen wir auf das Tor. Ich muss mit dem Frisbee vom Elfmeterpunkt, er mit dem Ball, versetzte Welten. Dein Pulli ist jetzt dreckig wie den Ball und ich würde sagen, bis gleich. So Leute, willkommen zurück aus der Kommentatorenkabine. Man kennt ihn von früher noch von den ganzen Kreisklasse-Videos. Wir springen direkt rein. Ich führe 1:0 ja, beim Fußballtennis, wie man das schon sieht. Ich habe es auch teilweise verschnellert, damit es einfach nicht so lange dauert. Dann macht Jorik jetzt den Anstoß und den verkacke ich wiederum 1:1. Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen krank, deswegen klinge ich nicht so nice, aber ich entschuldige mich schon mal dafür. Ja, jetzt hier der nächste Anstoß. Jorik fällt wieder. 2:1 für mich. Und er trifft fast die Kamera. So, jetzt gibt's das nächste. Hat er richtig gut gemacht, finde ich, dafür, dass er kein Fußball spielt. Hält er den Ball an. Aber da verkackt er halt nochmal. Aber es wird am Ende noch richtig spannend. Das kann ich schon mal spoilern. Ja, hier nimmt, da schieße ich jetzt rüber. Jorik versucht ihn richtig heftig zu retten. Aber er kommt auf meiner Seite leider am Aus an. Und deswegen, ja. Ganz easy peasy. Kein Punkt. So, jetzt nochmal von ihm der Anstoß. Ich weiß, der Anstoß ist eigentlich weiter hinten ausgeführt, aber wir haben uns jetzt einfach ein bisschen vorgeschoben, weil wir beide an dem Tag einfach fast nicht mehr konnten und ja, Jorik und so, wir haben einfach leider gemacht. Und der Ball war noch drin, das war heftig, heftig. Ja, er hat sich aber noch gerettet. Ich habe gesagt, komm, weiter geht's, weil ich schon 3:1 geführt habe. Ja, und er zieht die nächste Chance. Jorik macht das richtig gut und das war der erste Ballwechsel, der wirklich funktioniert hat, wo wir über 6-7 Stationen kamen. Und da habe ich ihn natürlich nochmal versucht auszuspielen, aber er hat das wirklich richtig gut gemacht, muss ich sagen. Er hat es wieder abgewehrt und jetzt habe ich halt auch nicht gefällt. Ich habe ihn ausgeplayt. Das kann man natürlich auf so einem großen Spielfeld machen. So, er hat wieder rübergespielt und diesmal, muss ich sagen, habe ich hart gefailt. Aber naja, gut, man kann sich auch mal einen Punkt gönnen, würde ich sagen, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie steht, das seht ihr ja aber auch im Bild. Ich kommentiere das jetzt schon davor nach, bevor ich das mache. Und den hat er auch richtig gut gesaved, da konnte ich, habe ich keine Chance mehr gehabt. Und ja, wie gesagt, er hat das voll gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, kann man eigentlich nicht mehr so sagen. Und der war richtig hart, fies, weil der knapp übers Netz kam und das Netz noch berührt. Das seht ihr auf Fußball-Tennis. Aber gut. Und da sieht man auch die heftige Ronaldo-Mitnahme. Nicht Spaß, also hat er wirklich gut gemacht. Aber da fällt er. Nun gut, das erste Spiel ist vorbei. Wir kommen zum zweiten. Willkommen zum zweiten Spiel. Ganz normal Seitenwechsel. Jetzt bin ich auf der vorderen Seite. Eigentlich hatten wir auch da zwei Kameras, aber wie gesagt, wie bei dem Lootbox-Video, ja, hat die zweite nicht funktioniert. Und hier mal den ersten Punkt, wie man leicht auch schon jubelt sieht. Weil der war noch ganz knapp drin. Da war Jorik, muss ich sagen, echt fair. Da habe ich fast gefailed, weil ich halt ein bisschen statisch an dem Tag war, meiner Meinung nach. Und der war auch wieder richtig fies von Jorik. Knapp über die. Das Netz rüber und da fail ich halt hart. Ach, schon ein bisschen peinlich, I would say. Aber dann gut. Ja, jetzt sieht man hier auch teilweise rangezoomt, wie ich dann schieße. Da hat er dann gefailt. Dann war, glaube ich, der Ausgleich wieder da. Beziehungsweise meine Führung war wieder da. Ja, jetzt habe ich hier den Ball mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was ist der Versuch, irgendwie Kung-Fu-Tritt, Alter. Na gut, da geht's dann weiter. Der war auch richtig fies, weil der auf Kopfhöhe war. Den kriegt man so schlecht auf Kopfhöhe. Lieber Brust annehmen und dann weiter geht's. Das habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Und da habe ich versucht, ihn zu bekommen. Ja. Hat es auch geschafft, weil er gefällt hat. Er hat wieder den Ronaldo-Move versucht. Nun gut, habe ich das Spiel wieder verschnellert. Und es geht auch ganz rasant weiter, weil wir halt ein Zeitlimit hatten, was ich euch jetzt hier nicht einblende, weil ich halt auch manche Szenen rausnehme, weil ich finde, ohne Cutten ist das langweilig, so nur die spannenden Szenen, weil ich meine, es gibt auch Szenen, wo wir den Ball holen, das zählt auch in die Zeit mit. Wir hatten generell dann 2-3 Minuten Zeit, habe ich mir dann gesagt, wenn wir den ganzen Ball holen auch noch. Und nun gut, da hat er den nächsten Punkt gemacht. Jetzt fällt er hart. Aber nun gut, er durfte nochmal, weil, wie gesagt, diese zweimal Anstoßdinger. Ja, wir haben danach auch weitergespielt. Das Spiel ist vorbei. Ich würde sagen, ja, nice. Nein.
so sollte der Erste eigentlich auch kommen. Ah, nein! Ich wollte... Nein. Ja, extra so was geschafft. Ich muss jetzt keine Punkte hin. Nein! Bruder muss los. Hallo? Ah ja! Ja, nein, der ist nicht drin! Der muss im Fall umfallen, der war nicht drin. Oh. Oh, was? Ja! Oh, okay. Jetzt musst du alle drei treffen. Ja, jetzt muss ich. Mann! Ich hab gewonnen! Idee. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie der Ton gerade ist, aber ihr habt gesehen, ich habe gewonnen. Jorik hat sich sehr, sehr gut geschlagen dafür, dass er keinen Fußball spielt. Nice, okay.